Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Drakensang. Wir befinden uns immer noch in der Kanalisation. Und ich glaube, ich habe hier den richtigen Weg genommen. Oder habe ich das? Guck mal weiter. Auf jeden Fall ist hier irgendwo noch eine Wolfsratte, die uns erledigen will. Was sie sich getrost abschminken kann. Hier, oh mein Gott, meine Stimme hat gerade voll versagt. Klar, jetzt mach mal wieder deinen Amatrutz, genau. Und Lederbänder. Wird das ja schön, dass es bei Rulana mal so langsam anfängt zu klappen. Hier hat sie sogar mal richtig gut gewürfelt. Huch, die Konsole wollte ich gar nicht öffnen. Ich glaube, wir konnten noch einen anderen Weg gehen oder so. Das sollte ich vielleicht nochmal machen. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Glück fallen die Dinger wie die Fliegen. Oder wie die Ratten. Ja, dann nehme ich erst den Wolfsrattenschwanz. Und dann weide das Mistvieh aus. Alle mal hergehört. Lederbänder. Genau. Habe ich ihr jetzt eigentlich den Schwanz gegeben? Ja, tatsächlich. Wollte Eastlife lieber nehmen. Jetzt auch noch mehr war. Ja, verdammt, die hat uns jetzt gesehen. Dachte, ich könnte unbehelligt nochmal zurück. So, und. Genau. Voll spannend, Rattenklatschen hier, aber deshalb der Anfang in jedem Rollenspiel, oder nicht? Wie gesagt, ich kenne irgendwie kein Rollenspiel, wo es direkt mit ultra-starken Gegnern losgeht, außer vielleicht Dark Souls. Aber ansonsten, was mache ich denn hier? So. Ansonsten fängt das ja eigentlich bei den meisten mit solchen Gegnern an. Okay, Ausnahmen gibt es bestimmt, aber in der Regel nicht. Aber egal, ich red mich hier wieder um Kopf und Kragen. Ich kann ja vielleicht mal irgendwas erzählen. Ich war letzten Samstag auf dem Japan-Tag. Das allererste Mal für mich. Und war mega cool. Es war irgendwie zwar teilweise die riesen Reizüberflutung überhaupt. Aber hat Spaß gemacht. Leider habe ich nicht cosplayed. Mal vielleicht nächstes Jahr. Muss nur gucken, wen. Und ob ich das überhaupt hinkriege. Wo konnte ich noch her? Hier unten konnte ich noch her. Nicht, dass das jetzt der richtige Weg ist und das andere wäre eine Sackgasse gemündet. Ah, das ist immer so eine schwere Entscheidung. Welchen Weg nimmt man? Welcher ist der richtige? Man will ja immer alles ablaufen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, aber ich glaube ja, das hier ist eine Sackgasse. Boah, ich teile jetzt meine Leute auch nicht mehr ein, also. Wir können jetzt mal angreifen, wie sie wollen. Denk mal, wir werden sie trotzdem niedergerungen bekommen. Oh, 24 bei Vorgrim an Schaden. Das war. Das war cool, das können wir gerne öfter so sehen. Und wenn Rulana jetzt auch genauso oft Erfolge hier beim Ausweiden feiert, dann bin ich komplett zufrieden. Ich finde schön, dass sie das im zweiten Teil deutlich verschnellert haben, das Ausweiden. Also hier im ersten Teil dauert das ja noch richtig lange. Dafür hatte ich immer das Gefühl, dass im zweiten Teil die Proben irgendwie, keine Ahnung, eine noch geringere Erfolgschance haben wie hier. Also da brauchte man wirklich immer einen, der richtig gut war, ansonsten hat man gar nichts gebacken bekommen. Oder vielleicht erinnere ich mich auch einfach nur falsch, weil schon ein bisschen länger her, dass ich den zweiten Teil gespielt habe. Den habe ich auch nicht so oft gespielt wie den ersten Teil. Und den zweiten habe ich sogar nur zweimal oder so durchgespielt. Ja, ich glaube, ich habe den nur zweimal durchgespielt. Obwohl, nee, dreimal. Mir fallen drei Charaktere ein, mit denen ich durchgespielt habe. Na klar. Also wesentlich weniger wie bei diesem Spiel. Habe ich ja, glaube ich, mal gesagt, am Anfang 4 oder 5 Mal komplett durchgespielt. Und auch einige Male so bis gegen Ende oder bis in spätere Gebiete.
Dann hatte ich aus irgendeinem Grund keinen Bock mehr. Aber dieses irgendwann mal aufhören, so mittendrin, das mache ich aber eigentlich nur, wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe. Bei mir wird eigentlich jedes Spiel beendet, es sei denn, ja, ich komme irgendwie partout nicht weiter oder so. Aber auch Spiele, die ich nicht so toll finde. Weil, ja, deshalb immer doof, ein Spiel abzubrechen und nicht weiterzuspielen. Oh, eins, was mir da so einfällt, wo ich es doch gemacht habe, war Assassin's Creed 2. Aber das hat mich wirklich, boah, hat mich das abgenervt. Diesen ganzen Assassinengräbern, falls das irgendwer kennt. Also ich denke mal, das werden wohl mehr Leute kennen als dieses Spiel hier, aber egal. Und ja, da hatte ich irgendwann so keinen Bock mehr. Weil ja mal so ein. Habe ich mal aufgehört an so einer Stelle, die mich richtig abgefuckt hat. Das war vielleicht auch ein Fehler. Und dann hätte ich immer wieder bei dieser Stelle starten müssen, wenn ich das Spiel neu gestartet hätte. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, nee, komm, scheiß drauf. Deswegen, ich bin dann auch generell dann nie mit der Reihe irgendwie warm geworden. War eigentlich auch nur mal so ein Testversuch. Weil da war das ja erst recht noch so richtig im Gespräch zu der Zeit, wo ich das gespielt habe. Und ja, Schaden tut's nicht, ne? Mal sowas auszuprobieren. Aber wir sind hier nicht bei Assassin's Creed, wir sind hier bei Drakensang. Da ist doch ein himmelweiter Unterschied zwischen. So, Wolfsrattenschwanz und Lederbänder. Sehr schön. Da ist schon die nächste Wolfsratte. Wir kloppen aber erstmal die Fässer. Aufgepasst. Kohle. Bitteschön. Dann haben wir schon ganz viel Kohle. Da ich mir sicher bin, dass ich so einen total flachen Wortwitz zum Thema Kohle schon gemacht habe, verkneife ich mir den jetzt mal. Ein Schwert, ein Wort. Komm, zerschnetzelt einfach mal alles. Ich mach das schon. Ja, genau. Also da muss ich ja echt meine Leute nicht einem Gegner zuweisen. Das, ja, ich bin die das. Ah, Isleif steht im Weg. Deswegen kriege ich den anderen nicht angewählt. Böser Isleif. Geh weg. Weil die sind ja mit einem Schlag, sind die schon. So relativ down, beziehungsweise mit so einem Wuchtschlag von Isleif oder Thorgrim sind sie auf jeden Fall mit einem Schlag down. Hier nochmal die Holzpanzer blättern. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal hier rum. Denn mal, wir sind auch kurz vorm Ende dieses. Was? Nein! Überall den Taktikmodus umgeändert. Womit war das? Mit J? Interessant. Wusste ich gar nicht. Was haben wir hier? Eine rissige Wand. Okay. Die mich irgendwo Neues hin? So, war ich denn hier noch nicht? Seltsam. Gute So, schön. Entscheidung. Zermatscht. Alles klar. Vorrat. Glattes Armatrutz mal wieder neu. Ja, die Kisten kann man auch mal zerhauen. Stell mir das mal so in echt vor, wie jeder so an jedem Fass vorbeigeht und das zusammenschlägt. Man auch, wenn man denkt, der hätte irgendeine Störung oder irgend so einen seltsamen Hass auf die Dinge. Ja, da kommt geht's auch nicht weiter. Was ich ja super finde an Drakensang, das kann ich echt mal sagen, ist, dass hier so Orte Wiederverwertung eigentlich gar nicht vorhanden ist. Also während wir in Last Remnant hier nochmal fünfmal durch diese Kanalisation gelaufen sind, ich würde doch immer nur auf M drücken. Treffe auch nichts mehr.
Während wir bei The Last Remnant bestimmt irgendwie 30.000 Mal jetzt hier nochmal in dieser Kanalisation gewesen wären, wären wir in Drakensang hier nach dem Abschnitt nie wieder da rein müssen. Alles klar. Wir werden zwar, glaube ich, noch die Möglichkeit haben, hier reinzugehen, aber wird uns halt einfach nichts bringen. Weil hier auch kein Gegner respawning gibt, zumindest ich glaube, es gibt so ein paar Bereiche, da gibt es doch, aber so im Großen und Ganzen ist das hier eigentlich nicht vorhanden. So, jetzt sind wir den wieder auf der Spur. Hat ja zum Glück keinen riesen Umweg gebraucht. Also jetzt normalerweise, ne, wäre dieses Spiel realistisch, wären uns diese Assassinen, Mörder, was weiß ich, wie man sie nennen soll, schon längst entwischt, so lange wie wir hier brauchen. Da müssten die ja echt... Ach, ich drücke immer auf J, das will ich gar nicht. Da müssten die ja ultra lahmarschig laufen. Oh, perfekt, direkt die Sackgasse gewählt. Die müssen eigentlich immer auf uns warten. Die müssen hier ein Picknick machen und so und sie immer fragen, ja, wann kommen die jetzt? Na, aber immer weiterlaufen, erst wenn wir kommen. Vielleicht machen die das ja. Vielleicht spielen die so ein perverses Spiel mit uns. Eine tote Wolfsratte, die haben nicht wir getötet. Das heißt, unsere Gegner mussten sich auch mal mit Wolfsratten beschäftigen. Leider sind die scheinbar genauso stark wie wir oder zumindest nicht schwächer als ein Level 1 Charakter, so dass die Wolfsratten auch ohne Probleme schaffen. Zumindest sehe ich hier keine Kultistenleiche, die von der Wolfsratte wie... Hätte ich die noch ausweiten können? Tatsächlich, warum mache ich das denn nicht? Meine Güte. Das ist ja was. So, einmal Lederband und Wolfsrattenschwanz. Schade ist wirklich, dass diese ganzen Kämpfe gegen die ganzen Wolfsratten nichts gebracht haben, weil wir keine Erfahrung nie bekommen. Achso, du bist bald auf Level 4, deswegen lohnt es sich nicht, bei dir irgendwas verteilen. Gladys. Hatte ich gesagt, ich spare bei dir auf irgendwas Besonderes? Ich glaube, ich habe gesagt, ich spare auf die Pechwaffe, ne? Das kann gut sein. Man bräuchte mal noch so einen anderen Dieb. Generell bräuchten wir mal so Charaktere zum Wechseln. Finde ich immer ganz gut. Können die anderen nämlich immer so im Hintergrund Erfahrung sammeln. Weil hier gibt es ja zum Glück so globales Leveling. Level? Ach, was weiß denn ich? Das heißt, Charaktere, die nicht in unserer Gruppe sind, die bekommen auch die volle Erfahrung. Ich finde das immer gut. Ich hasse das, wenn das in Spielen so ist, dass die nur Erfahrung bekommen, wenn die hier in der aktiven Kampftruppe mit drin sind. Klar, an sich ist es auch irgendwie cool, weil es einen so ein bisschen zwingt, auch mal die Charaktere durchzuwechseln. Nicht mal mit denselben zu spielen. Aber ja, weiß ich nicht. Warum ist das dann in solchen Spielen doof, wenn man mal storybedingt einen Charakter nicht spielen kann, weil der, keine Ahnung, entführt worden ist oder sonst was. Und ja, da muss man den hinterher erst wieder hochtrainieren, wenn man ihn wieder bekommt. Das ist schon echt doof. Ich mag so globales Leveln lieber. Weil zumindest, wenn man das so macht, dass Leute, die nicht in der Party sind, dass sie so, keine Ahnung, die in der Party kriegen 100% und die dann immerhin 50%, so dass der, Unterschied nicht so riesengroß wird. So, das Stadthaus. Mensch. Und Fuhrmannsheim in Stadthaus ist ja auch geil. Bedrohliche Musik. Ein Türmechanismus. Achso, wir können auch die Tür an sich andrücken. Idiot! Ausgerechnet kurz vor dem Gelingen unserer Pläne schleicht sich solche Nachlässigkeit ein. So etwas wird nicht ungestraft bleiben, dass das klar ist. Aber Meister, ich habe doch alles getan, was in meiner... Schweigt! Schlimm genug, dass man euch erwischt hat.
obendrein aber auch noch unsere geheimen Zugänge preiszugeben, ist unverzeihlich. Gnade euch, wenn das Ritual euretwegen scheitert. Vollzieht endlich den letzten Ritus und bringt mir dann umgehend das Herz. Wenn ihr es nicht geschafft habt, eure Verfolger abzuschütteln, bleibt uns nicht viel Zeit. Jawohl, Meister Wagnitz. Den Zwölfen sei Dank! Ihr habt hierher gefunden! Diese Bestien wollen mich umbringen! Bitte, so helft mir doch! Scheint so, als hätten wir bereits Gesellschaft. Zeit für mich, dieses unliebsame Treffen zu verlassen. Ferio, zerquetscht dieses lästige Ungeziefer! Endgültig! Es wird mir ein Vergnügen sein, mein Meister. Nun zu euch. Da mir eure Neugier so viel Ärger bereitet hat, sollt ihr genauso sterben wie meine anderen Opfer. Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Ich kümmere mich um das Weibsbild. Er geschieht dir recht und boah, was für ein Mann. Er kümmert sich um die Frau und rennt davon. Also er ist ja super. Ich erhöhe mal ganz schnell die Hiebwaffen und die Selbstbeherrschung. Und mir ist auch noch die Sinnesschärfe und das Wildnisleben, so. Bin schon mal wieder gemaxt. Achso, sie ist ja gar nicht aufgestiegen. Bei ihr können wir jetzt auch nochmal die Fechtwaffen auf Maximum betreiben. Ja, so schön. Und ja, volle Fahrt voraus oder so. So, du kümmerst dich mal hier drum. Da kann Rolana auch mal mitgehen. Und ihr beiden zermatscht mal den hier. Du solltest schon den Wuchtschlag benutzen. Und Attacke. Ja, du hast ja die umgeschmissen. Ja klar, es ist jetzt nicht so die passendste Zeit zum Schlafen. Ich meine ja nur. Naja, sie hat sich direkt dafür revanchiert. Ja, wartet doch. Oh, ich will doch nur looten. Toll. Durch einfacher Verband, bitteschön. Verbände kriegt unsere Ärztin, in Anführungszeichen. Nicht, dass sie sonderlich viel könnte, aber immerhin besser als nix. Boah, ich sehe nix. So, wo haben wir ihn denn? Den Herrn Ferio von Verdok. Oh, Bücher. Aber ich meine, man kommt hinterher nochmal ins Stadthaus, um zu viel spoilern zu wollen. Dann können wir die Bücher hinterher lesen. Nur jetzt ist das irgendwie ein bisschen unpassend. Ihr seid wahrlich lästiger als ein Beutel Falschgeld. Ich rate euch, bleibt wo ihr seid. Blutrünstiger Kettenhund, krümmt Lausanne auch nur ein Haar und ihr bereut es mit eurem Leben. Einen Schritt weiter und die Archivarin stirbt. Ich warne euch, kein drittes Mal. So, Kator, wir lernen jetzt nochmal lesen. Gehen zurück in die erste Klasse und dann klappt das auch. Es ist aus, seht es endlich ein. Ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Ihr werdet für eure Mordlust büßen und Ardo von Eberstamm wird gerecht werden. Ardo, wer? Macht euch doch nicht lächerlich. Wenn ich jemand dieses Namens getötet hätte, wüsste ich darum. Verlasst euch darauf. Weder eure Wahnsinn noch eure tölpelhaften Lügen können euch noch retten. Eure unentwegten Morde hat ein Ende. Hier und jetzt. Habt ihr noch immer nicht verstanden? Ihr könnt nicht mehr aufhalten, was begonnen wurde. Das einzig nahe Ende ist das eurige. Ja, Ferio, das wollen wir doch mal sehen. Kladdes, mach mal deinen Armatrutz hier nochmal neu. Es ist immer doof, dass die Zauber während Gesprächen weitergehen. Obwohl, Vorgang, du kannst ihn auch mal niederwerfen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und du kannst eigentlich erstmal das hier auf dich machen. Dann kannst du angreifen. Müsst du nur die richtige Taste drücken. So. Wie viel Leben hat der? 62. Ja, den soll. Boah, der hat schon 4 Wunden. Ha, wie geil. Boah, komm, Wuchtschlag und das war's. In Pajos Namen, was hat sich hier zugetragen? Archivarin, erklärt dieses Chaos. Wer bitten du? Der Großinquisitor der Prius-Kirche. Ihr hier? Allerdings, ihr habt versäumt, meiner Forderung nach Erklärung nachzukommen. Ich warte. Oh, was für ein Herzchen.
Entschuldigt, großer Inquisitor, mein Name ist Islaf Eriksson. Ich arbeite mit Zustimmung der Wachthauptfrau an der Aufklärung der Morde, die durch diese Männer verübt wurden. Eine von der Archivarin aufgedeckte Gemeinsamkeit der Opfer führte uns zu ihnen. Diese Männer hier sind also dieser Untat schuldig. Um wen genau handelt es sich? Ja, großer Inquisitor, Ferio von Ferdok und Kassam Wagnis samt ihrer Handlanger machten Jagd auf Nachfahren von Drachentötern. Erst vor kurzem habe ich durch meine Nachforschung erfahren, dass ich auch vom Blut eines Drachentöters bin. Diese roten Schlechter müssen dies ebenfalls in Erfahrung gebracht haben. Doch konnte mich Islaf Eriksson im letzten Moment aus ihrer mörderischen Klaue befreien. Ich finde das irgendwie seltsam, dass sie den Nachnamen immer mitsagen. Ansonsten wäre ich sicher auf die gleiche Weise gestorben wie die anderen Opfer. Nun gut, aber kennt ihr auch den Grund für das Handeln dieser Unholde? Nein, bedauerlicherweise hat im Kampf um unser Leben keiner unserer Gegner überlebt. Allein Kassam Wagnis konnte entkommen. Er floh noch, bevor es zum Kampf kam. Ich wollte gerade die Verfolgung des Halunken aufnehmen. Nichts werdet ihr tun. Seht euch doch um. Wir sollen Licht und Wahrheit das Dunkel um diese Verbrechen erhellen, wenn ihr alle erschlagt, die mit ihm in Verbindung stehen. Aber euer Heiligkeit. Helligkeit wäre auch cool. Hätte Islaf Eriksson die Bösewichter gewähren lassen sollen? Silenzium. Stellt meine Geduld nicht unnötig auf die Probe, Archivarin. Auch wenn ich die Art eures Vorgehens zutiefst missbillige, so habt ihr trotz allem Ferdok von großen Übel befreit. Geht nun hinfort. Alles weitere liegt in Händen Praios und seiner erleuchteten Inquisition. Bleh, möchte kotzen. Wie ihr wünscht, Großinquisitor, ich bitte hier darum, euch bei der Ergreifung von Kassam Wagnis zur Seite stehen zu dürfen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr könnt nicht einfach Jagd auf Edelleute machen, deren Maß an Schuld noch nicht einmal bewiesen ist. Bitte was? Aber genug der Widerworte. Ich verbitte mir von nun an jedwede Einmischung in diese Angelegenheit. Besonders von euch. Und nun geht. Archivarin, ihr bleibt hier? Ihr werdet mir alle Schriftstücke, die eure Anschuldigungen untermauern, ohne Ausnahme zur Verfügung stellen. Wie ihr wünscht, Großinquisitor. Was bilden die sich denn ein? Schon die Ehre gebietet uns, Arnus Mörder zu Fall zu bringen. Prioten. Blah. Kein Sinn für Gerechtigkeit, außer ihrer eigenen. Das verstehe ich nicht. Stimme ich dir zu. Es ist mir eigentlich nur Gutes über diesen Davanja zu Ohren gekommen. Mir ist bis jetzt auch gar nichts über den Typen zu Ohren gekommen. Ich glaube, wir können mal unsere Waffen wegstecken. Ich glaube, hier drin werden wir nicht kämpfen müssen. Warum habe ich dann trotzdem Armatrotz erneuert? Egal. Praios geweihte Varina, spricht die mit uns? Praios zum Gruße. Was ist euer Begehr? Ah, ich kenne die Stimme irgendwoher. Ich komme nur gerade nicht drauf. Würdet ihr mich bitte durchlassen? Ich muss dringend noch einmal mit Großinquisitor Davanja sprechen. Nein, wenn der Großinquisitor mit euch zu sprechen gedenkt, bestimmt er den Zeitpunkt, nicht ihr. Aber ich habe doch noch weitere Informationen, die Morde betreffend. Es gibt keine Wahrheit, die dem ehrwürdigen Davanja lange verborgen bliebe. Seid unbesorgt und zieht eures Weges. Aber keine Widerrede, diese Unterredung ist beendet. Ja, passt ja zusammen. Pech und Schwefel. Ich komme hier nochmal hoch. Obergeschoss. Nee, komme ich nicht. Verdammt, ich meine, man hätte da nochmal hingekonnt. Ist jetzt schade. Wollte ich jetzt schon gerne nochmal diese ganzen Bücher da lesen. Ich privat im Durchspielen nehme ich ehrlich gesagt nicht gemacht, weil mir das echt lange dauert hat, aber hier im Let's Play, das gehört ja dazu. Vielleicht hier rum. Ach, hier rum komme ich. Ah, so. Oder? Nee. Das ist ja, aber hier ist eine Truhe. Interessant. So. Streit unter Tempelspinnern. Spendern Handelszwist mit Ardo zur Tat geschritten in düsteren Tief. Okay, das sind so Schriftstücke. Die kann ich mal mitnehmen. Und für einen späteren Zeitpunkt, dann kann ich mal so eine Lesefolge machen, wenn wir genug zu beisammen haben. Die muss man jetzt zum Glück ja nicht akut lesen. Ja, und hier komme ich bestimmt auch nicht weiter. Nee. Komme ich nur wieder hier hin. Okay, dann nicht. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die scheiß Prajoten hier abgezogen sind, falls die überhaupt nochmal abziehen. Jetzt komme ich schon wieder nicht mehr klar, wo ich hin muss. So,
Wer steht denn da unten? Ah, die Frau Dorkenschmied. Da seid ihr ja. Wache Frau Dorkenschmied? Ihr hier? Was geht hier vor? Und was gibt diesem Davania das Recht, sich einzumischen? Vor allem erst jetzt, wo nahezu alles bereits aufgeklärt ist. Nun ja, als die Priorskirche erfuhr, dass ein weiterer Mord verübt wurde, offerierte der Großinquisitor seine Hilfe. In seiner Not nahm der Graf Davanias Angebot kurzerhand an. Dieser aufgeblasene Kuttenträger redet so, als hätte die Stadtgarde gar nichts geleistet. Ihr habt ja auch nicht, ich habe ja den ganzen Großteil geleistet. An euch sieht man jedoch, dass die Welt noch nicht gänzlich ohne Tugend ist. Auf die Hilfe dieses selbsternannten Oberaufklärer kann ich jedenfalls gut verzichten. Aber Ärger beiseite, erzählt mir bitte, was geschehen ist. Mir scheint, sind die Edelleute Ferio vom Ferdok und Kassan Wagnis für die Morde in Ferdok verantwortlich. Ferio konnte ich noch niederstrecken, bevor er sich an der Archivarin Luswand vergreifen konnte. Doch Kassan Wagnis konnte entkommen. Kassan Wagnis und Ferio von Ferdok? Unglaublich. Aber was war nur deren Motiv für diese grausamen Morde? Lausanne hat herausgefunden, dass fast alle Opfer eine Gemeinsamkeit hatten. Sie waren allesamt Nachfahren von Drachentötern. Weshalb aber diese Tiere ihnen das Herz herausgerissen haben, das kann uns nur auch dieser Wagnis erzählen. Mag sein, aber wenn er klug ist, wird er Ferdok bereits verlassen haben. Gefallen tut mir das Ganze jedenfalls überhaupt nicht. Vielleicht ist es doch nicht das Schlechteste, dass sich die Praius-Gemeinschaft der Sache angenommen hat. Meinst du? Verstehe allerdings nicht, warum Ferio vom Ferdok den Mord an Ardo bestritten hat. Lausanne sagte, dass Ardo vom Iverschlan kein Nachkomme eines Drachentöters gewesen sei. Dennoch fiel er diesen Mördern zum Opfer. Ich verstehe das einfach nicht. Hab keine Sorge. Ich bin sicher, dass Wagnis gefasst werden wird. Spätestens dann wird sich alles aufklären. Immerhin konntet ihr den Morden ein Ende setzen und die Archivaren vor einem grausamen Tod bewahren. Ich bringe euch nun zum Graf von, zu Graf Gruvin. Er wird sicher hoch erfreut sein über die Neuigkeiten. Nun gut, dann auf zur Grafenresidenz. So. Treffen wir den auch mal persönlich. Ah, endlich lerne ich euch kennen. Ich habe schon so viel von euch gehört, wie ihr diese Morde ganz alleine aufgedeckt und die Täter zur Strecke gebracht habt, ist wahrlich eine meisterliche Leistung. Dank euch kehrt in Ferdok endlich wieder ein wenig Frieden ein. Ich war nicht alleine verantwortlich. Meinen tapferen Begleitern Volgrim, Sohn des Ferolax, Kladisch Latromir und Rulana von Kurkum gehört ebenso viel Ehre wie auch der Archivare Lausanne, die uns hilfreich zur Seite stand. Es ist mir eine wahre Helde. Es war... Deutsche Sprache. Es ist mir eine wahre Ehre, solch eine Gruppe voller Heldentum vor mir zu haben. Wie ihr sicherlich wisst, wurde für die Aufklärung der Morde eine hohe Summe ausgeschrieben. Diese habt ihr euch redlich verdient. Nehmt diesen Orden der Stadt Ferdok als kleine Geste und nicht zu vergessen die ausgeschriebene Belohnung. Doch dies ist noch nicht alles. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Vogtin Dariana. Islaf Eriksson, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, euch endlich kennenlernen zu dürfen. Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite, verehrte Vogtin. Etikette? Haha, sehr gut. Die Vogtin ist übrigens die Auftraggeberin eures seligen Freundes Ardo vom Eberstamm. Sie war es auch, die Idee hatte, euch Ardos gräfliches Lehen zu überlassen. Ihr wisst schon, das Haus, welches er am Preisplatz bewohnte. Bin mir sicher, das wäre auch in seinem Sinne gewesen. Hab Dank, Graf Grovin, und auch vor euch, Vogtin Dariana. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht. Es sind noch nicht alle Mörder gefasst. Kassan Wagnis gelang die Flucht. Kassan Wagnis, sagt ihr? Er war an den Morden beteiligt? Donnerwetter, wie ich mich nur derart in ihm täuschen konnte. Tja, aber es dann mit der Angst zu tun bekommen und stiften gehen, wenn zur Abwechslung mal für ihn brenzlig wird. Naja, wenigstens sind wir den verräterischen Halunken damit erstmal los. Ja, sonderlich begeistert bin ich darüber nicht. Ich denke, 50 Dukaten für seine Ergreifung sollten seine Flucht ausreichend behindern. Irgendwann werden dem Hasenfuß die Bestechungsgelder schon ausgehen. Hehe. Aber was die Aussage Ferius angeht, er wollte sich sicherlich nur aus der brenzligen Lage herauslügen. Aber genug Trübsal geblasen für heute. Das Herz Ferdoks erhält sich allmählich von neu. Meine Freunde, das grausame Morden hat zu guter Letzt ein Ende gefunden. Und keinen Moment zu früh, wie ich meinen möchte. Da ich kurz vor eurem Eintreffen über die Fertigstellung des Sesinde-Tempels in Kenntnis gesetzt wurde,
Schon bald nach der Ausrufung der Drachenqueste werden lachende und tanzende Bürger die Straßen beleben. Hiermit befehle ich die Öffnung aller Straßensperren. Nun geht, Isleif Eriksson. Ferdok heißt euch mit offenen Armen willkommen. Genießt eure Belohnung und besucht bei Zeiten euer gräfliches Anwesen. Wartet noch. Ich würde gerne einen Augenblick mit euch reden. Es geht um Ardo vom Eberstamm. Wenn es um einen alten Freund und Mentor geht, habe ich so viel Zeit, wie ihr wollt. Habe ich euch richtig verstanden? Ferio von Ferdok leugnet, Ardo umgebracht zu haben? Dem ist so. Wie Graf Grovin schon sagte, wollte er damit wohl nur seine eigene Haut retten. Aber sagt, wisst ihr vielleicht, weshalb Ardo zu so dunkler Stunde am Hafen war? Nun, ich bat Ardo, gewisse Kreisen in Ferdok einmal auf den Zahn zu fühlen. Offenbar hat das geschwächte Ferdok einige habgierige Gestalten zweifelhaften Rufs angelockt. Vor allem der stetig zunehmende Schmuggel im Hafengebiet gibt Anlass zur Sorge. Ardo sollte herausfinden, wo die Fäden des korrupten Netzes zusammenlaufen. Zu allem Überfluss wurde das Ganze noch von den Streitigkeiten der zwei mächtigeren Ferdocker Handelshäuser überschattet. Seine Aufgabe war also alles andere als leicht. Die ganze Sache verwirrt mich. Glaubt ihr etwa, sein Mord könnte auch etwas mit seiner Untersuchung im Hafenviertel zu tun gehabt haben? Waren diese Kultisten auch am Ende in kriminelle Geschäfte am Hafen verwickelt? Da bin ich überfragt. Zugegeben, eine Verbindung könnte Bestand haben, aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Was würdet ihr davon halten, Ardos Untersuchung in seinem Sinne fortzusetzen? Es wäre mir eine sehr große Ehre, allerdings wüsste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Für den Anfang haltet ihr euch am besten an eines der beiden Handelshäuser. Ihr erregt am wenigsten Aufsehen, wenn ihr euch am Hafen nach Arbeit fragt. Verschafft euch etwas Ansehen, vielleicht kommt ihr so an die ein oder andere wichtige Information. Störrebrand haben ihr Handelsposten in der Nähe der Brauerei und deren Konkurrenzhaus Niceback ist im östlichen Hafengebiet nahe der Docks angesiedelt. Das Handelshaus Niceback nahe der östlichen Docks und die Störrebrands nahe der Brauerei. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Meldet euch wieder, sobald ihr bei einem der Handelshäuser untergekommen konntet. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich alles tun werde, um Ardos Nachforschung an seiner Stadt zum Erfolg zu führen. Auf bald, Vogtin. So, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel Geld bekommen. Naja, es geht. So, können wir noch Unfall steigern. Amazone voraus. Akut nicht. So, Rulana ist aufgestiegen. Einmal bitte den Säbel. Den Bogen. Die Tierkunde und die Pflanzenkunde. Sehr schön. Monsieur Forgrim. Ist eigentlich aufgestiegen? Nee, ich glaube, er war schon vorher auf Level 4. Die Selbstbeherrschung. Dollern wir mal so weit bis oben, bis wir keine Punkte mehr haben. So, Gladys. Was möchte ich denn als nächstes bei Gladys machen? Ich glaube, den Taschendieb, da müssen wir auf 10 bringen. Und dann kann sich Gladys eigentlich auch mal so hier durchstehlen. Oh, fein. Einmal Taschendiebstahl. Das hat sogar geklappt. Und hier haben wir einen Schmiedehammer. Der erhöht unser Schmiedentalent. Gar nicht mal so unwesentliche Punkte. Die Frau Dorkenschmied können wir auch mal beklauen. Oder wir können es auch sein lassen. Bei ihr zumindest klappt, sie hat aber an sich gar nichts dabei. Stuttgart ist Paradox. 5 Silbertaler und Würfel. Dann den anderen Stadtgardist. 5 Silbertaler, Glücksbringer und eine Schnupptabakdose. Adrat Weißenfelser. König Kratschmark. Ebenfalls ein Schriftstück. Cool. Ein Kraxer vom Stein. Bei Praios auf unseren Sonnengottes wahrlich verlasst. Endlich herrscht wieder Frieden in Ferdokstraßen. Oh, die könnte man sich mal merken. Dass sie so vor im Spiel schon auftaucht. Kleines Foreshadowing meinerseits. Hat aber nur Schrott dabei. So. Guck mal, was die Leute alles so in ihren Taschen haben. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass hier ein paar reichere Menschen unterwegs sind. Usel- und Mausefalle. Ich muss sie sowieso mal offscreen.
ich mal dazu komme, einfach mal durch die Stadt latschen und Leute beklauen. Damit wir auch noch mal ein bisschen Geld zusammenbekommen. Spielend. Glücksbringer. Man merkt schon den Unterschied, wenn man nicht ja, Taschendiebstahl benutzt hat. Usel und Dingens. Klappt zum Glück gerade ganz gut. Ihr Inventar wird zwar gleich vollkommen vollgemüllt sein, weil hier ja nichts steckt. Das finde ich so scheiße, ne? Also, verstehe auch nicht warum. Da kann man doch alles stacken. Macht er doch sonst auch automatisch. Nein, natürlich jetzt nicht, wenn es mal logisch wäre. So, da haben wir auch nochmal rostige Nägel. Bam. Habe ich die jetzt schon beklaut? Ja, habe ich. Sicherheit, nochmal in die Taschen gucken. Usel und rostige Nägel. Ich sage, beim Taschendiebstahl nehme ich sowas mit, aber ich nehme da nicht mit, wenn das in Kisten steckt. Dann zu eklig. Aber habe ich die jetzt versucht, dreimal zu beklauen? Ja, super. Arme Frau. Also, arme ich eher. Ich habe ja nur Scheiße dabei. Aber hier beim Schild, habe ich schon gesagt, wenn ich den ausrüste, kriegen wir plus 3 auf unseren Schmiedwert. Und der ist an sich gar nicht mal so eine schlechte Waffe für den Anfang. Hat genau dieselben Werte wie seine Axt. Sogar denselben Körperkraftzuschlag. Aber benutzt man trotzdem. Die könnte theoretisch auch benutzen. Also E-Slife. Da müsste ich dem nur Schmieden beibringen, aber das lohnt sich ja gar nicht. Das macht ja keinen Sinn. Wieso sollte man den Leuten was beibringen, was wer anders schon kann? Ich meine, dieser Handwerk. Oh, bist du denn? Ich bin der Hausverwalter des Herrn vom Eberstamm. Ich habe jahrelang in seinem Namen das Anwesen verwaltet. Doch nach seinem Tod war die Zukunft des Hauses ungewiss. Man sagt mir aber, dass ihr ein Freund Arlos seid und euch Graf Grovin das Haus übereignet hat. Stimmt das? Wer will das wissen? Ja, das ist richtig. Mein Name ist Islaf Eriksson. Was kann ich denn für euch tun? Ich wollte fragen, ob ihr nicht meine Dienste gebrauchen könntet. Ich kenne das Anwesen sehr gut. Habe ich es jahrelang geführt und es würde mich freuen, euch bei der Angelegenheit im Haus zur Hand zu gehen. Herr Wilwosch, das hört sich doch nach einer prächtigen Idee an. Ich bin mir sicher, das wäre auch im Sinne Ardus gewesen. Oh, wunderbar. Ich werde schnell einiges vorbereiten. Am besten treffen wir uns in eurem Haus. Vielen Dank nochmal. Bis nachher. Ach, Ardus Haus war auch lange mein Zuhause. Ich bin wirklich froh, dass ihr es bekommen habt. Vielleicht hat Ardo irgendwelche Hinweise zurückgelassen, die uns weiterhelfen. Könnten wir uns nicht duzen? Das fände ich irgendwie sympathischer. Ich hasse immer dieses Rumgesitze und Geirze in der eigenen Party. Folgt mir. Obwohl, naja, Mittelalter-Atmosphäre. Haarnadel. Schlösser öffnen misslungen. Achso, ja, da sollten wir vielleicht doch lieber einen Dietrich nutzen. Habe ich nur 8 Dietriche? Hätte ich denn vorhin nicht noch welche bekommen? Nicht, dass ich die irgendwem anders gegeben habe. Boah, ich muss mal hier die Inventare aufräumen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja schrecklich. So, pack das mal alles hier hin. Bam. 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 Ach, wenn wir ein eigenes Haus haben, können wir das doch hoffentlich auch irgendwie unterbringen. Ach, wir haben ja den Orden von Ferdok bekommen. Das Ding bringt allerdings gar nichts. Es bringt nur Talentetikette plus 5 und das braucht niemand. Das kann sowieso immer nur der Hauptcharakter einsetzen. Und wir haben keine Etikette. Und Etikette wird auch nie im Spiel irgendwie wichtig. Obscura Brief. 10 Dukaten und einen Rapier. Rapier, 1W plus 4. 0,0, das ist besser wie unser Florett hier. 1W plus 3, 1,1.
Dann nehmen wir doch den Rapier, würde ich mal sagen. Sehr schön. Mal eine gute Waffe für Kladis bekommen. Da ist übrigens immer ein Rapier drin. Deswegen ich immer diese Truhe knacke. Weil dann muss man sich den nicht kaufen. Das spart schon mal Geld. So, Kosch und Umgebung. An der Mündung der Dracula in den großen Fluss liegt die Grafenstadt Ferdok. Das ganze Land südlich davon, bis zu den schneegekrönten Gipfeln des Ambosgebirges, untersteht dem zwergischen Grafen Grovin, Sohn des Gorbosch. Und ich habe es endlich mal geschafft, sowas komplett vorzulesen.